Ja, hi, ich bin's wieder, Daddeln mit Phoenix. Ja, tut mir leid, dass die letzten 3 Tage kein Video kam. Ich hatte, ja, Arbeitsstress zu tun, sonstiges. Ich gehe ja, wie gesagt, nebenbei noch arbeiten. Von daher kann das ab und zu mal passieren, dass kein Video kommt. Ich versuche es natürlich zu vermeiden. Also doch schon jeden Tag ein Video bringen, aber geht halt nicht immer. Ich wurde angegriffen, ja, ein bisschen was hat er gekriegt. Aber nicht schlimm. Ich war auch seit ein paar Stunden nicht mehr on. Also seit. Ja, gut, seit einem halben Tag. Also, es ist eigentlich noch okay. Ja, was machen wir heute? Eigentlich habe ich soweit nichts vorbereitet. Mache ich ja. Ja, eigentlich nie. Aber wir schauen einfach mal. Den letzten Clankrieg haben wir verloren, aber richtig verloren. Keine Ahnung warum. Wir schauen uns das mal an. Ja gut, zwei Angriffe haben wir nicht gemacht. Und die haben zwei Angriffe noch mal weniger gemacht als wir und fünfmal so viel Schwerne. Ja. Ich komme da nicht hinter. Aber nochmal. Erstmal Kriegsbeute einsammeln. Dann habe ich die letzten Tage ein paar Angriffe gemacht. Und zwar mit meiner altbekannten Farmmethode. Walküren Golems. Also die habe ich ja jetzt, ja, altbekannt kann man nicht sagen. Die habe ich ja jetzt für mich persönlich neu entdeckt. Und ihr seht auch, ich kriege immer 2 Sterne. Sehr oft sogar 3 Sterne. Ja gut, hier sieht man jetzt leider nur 3 3-Sterne-Angriffe. Aber der Loot ist äußerst gut. Ich verbrauche zwar dafür auch immer ein bisschen Dunkles, aber es läuft. Mal gucken, ob ich schnell Truppen kriege, weil dann können wir nämlich nochmal einen Angriff machen. Ja, wie gesagt, das soll eigentlich erstmal nur ein Entschuldigungsvideo sein, dafür, dass die letzten 3 Tage nichts kam. Wird sich definitiv jetzt ändern. Und ja, ab Donnerstag, ab Freitag, ab Donnerstag, ich habe keine Ahnung, ich glaube, ab Freitag kriege ich meine neue Leitung. Das heißt, ich kann dann auch schon mal wesentlich schneller hochladen, als ich es jetzt tue, weil für ein 10-Minuten-Video brauche ich knappe 2 2,5 Stunden. Ja, und da den ganzen Zeit Laptop anlassen und hochladen und allem drum und dran, ist natürlich auch sehr nervenaufreibend, wenn man von der Arbeit kommt und dann da abends bis um 1 sitzt, um ein Video hochzuladen. Mache ich natürlich gerne, aber ab Freitag ändert sich die Sache. Und weil das denn wesentlich schneller geht. So, ich schreibe erstmal rein. Egal was. Und wir machen einfach mal so einen Angriff. Ja, das mit der Elgato hat sich immer noch nicht geklärt. Ich habe jetzt das nächste Kabel gekauft im Mediamarkt. Oh, darf ich Mediamarkt sagen? Ich hoffe. Und im Elektroladen meines Vertrauens. Ja, ist aber auch nicht das richtige Kabel. Jetzt habe ich hier 3 Kabel liegen, die ich alle wieder zurückbringen kann. Zum Glück habe ich den Kassenbon noch und die Verpackung wurde auch ordentlich geöffnet, also kriege ich die Kohle natürlich wieder. Ja, bei Amazon habe ich ja auch bestellt, aber das hat einen Wackelkontakt. Nun weiß ich aber nicht, ob, wenn ich mir ein neues bestelle, das wieder einen Wackelkontakt hat oder nicht. Ich werde es höchstwahrscheinlich mal ausprobieren, weil ich will endlich mit meiner Elgato aufnehmen. Ich habe die jetzt hier schon so lange liegen und ich habe die noch nicht einmal gebrauchen können. Naja, gut, außer um zu testen. Aber denn, um zu testen, habe ich ja gesehen, das ist nicht gut. Es geht nicht. Oh, hier kann ich ein Rathaus wegsnipern. Sehr, sehr schön. Ich habe meinen Riesen, meinen Barbarenkönig gar nicht mit. Den muss ich gleich erstmal fertig machen. Finde ich übrigens sehr schön hier oben. Ein Rathaus findet man ehrlich gesagt nicht so häufig, aber es kommt doch schon mal vor. 9, ja, 9 ist okay. Und 140.000 Rohstoffe, also das ist sehr annehmbar, muss ich sagen. Ja, was gibt's noch? Neue Leitung am Freitag. Elgato geht immer noch nicht. Klankrieg haben wir wieder mal verloren. Also es ist eigentlich immer nichts Neues, was ich hier erzähle. Neuer Angriff haben wir auch gesagt. Dann
Ja, überlege ich noch nebenbei ein anderes Spiel zu Let's Playen. Und zwar Summoners War. Na, bin ich mir aber nicht sicher. Also höchstwahrscheinlich werde ich es nicht machen, aber das ist jetzt auch zurzeit ein Spiel, was ich ganz gerne spiele. Also es macht auf jeden Fall Laune. Ich habe vor kurzem gerade angefangen, vor ja, 1,5 Wochen ungefähr, vielleicht auch 2 Wochen. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Ja, wie gesagt, ab Freitag, ach Quatsch, Kram. Freitag, ab nächste Woche Freitag, geht denn ja auch One Piece Let's Play los für die PlayStation. Ja, und ich hoffe, wir finden jetzt gleich einen Angriff, dass das Video nicht so lange geht, weil, wie gesagt, ein 10-Minuten-Video dauert schon fast 2,5 Stunden und das müssen wir ja nicht unbedingt ausreizen. Aber nochmal dazu gesagt, sollten sich das einige Leute wünschen, ab Freitag kann ich dann auch einen Stream machen, weil die Leitung das denn ja zulassen würde. Also wenn da irgendwelche Leute Bock drauf haben, ich wäre dabei. Aber wie gesagt, dazu sehen wir dann Freitag mehr. Oder dazu kann ich Freitag mehr sagen, wenn ich die Leitung auch wirklich habe. Nicht, dass ich die Leitung kriege und es immer noch 6.000 ist. Das wollen wir mal nicht hoffen. Aber die haben mir versichert, dass von den 25.000 auch mindestens 22.000 ankommen, wenn nicht sogar 25.000. Und von daher bin ich da sehr optimistisch. Ja. Ich will auch einen haben mit Mega-Loot. Also ich will jetzt hier nicht einen angreifen mit 90.000 oder so. Da müsste der mindestens 250.000 drin haben. Und wenn es geht, auch ein Rathaus 9er. Rathaus 10er ist immer so eine Sache, da traue ich mich leider noch nicht ran. Wegen den Inferno-Türmen. Aber noch 4 oder 3 Mauern. Dann bin ich auf dem Weg zu Rathausstufe 10. In den nächsten 14 Tagen, wenn das Rathaus baut, mache ich dann meine restlichen Mauern fertig. Dann will ich aber nochmal versuchen, in diesen 14 Tagen ein bisschen Kohle in die Kasse zu kriegen. Also Gold und Elixier, damit ich. Schon wieder im Rathaus, sehr, sehr schön. Damit ich gleich, wenn ich Rathausstufe 10 bin, meine Zauberspruchfabrik und mein Labor hochmachen kann. Und mit dem Gold, was ich denn habe, einen Inferno-Turm zu bauen. Weil, ja, wenn man die beiden Inferno-Türme hat, kann man im Clan-Krieg ja schon wesentlich besser verteidigen, als es jetzt der Fall ist. Stufe 1 machen die zwar nicht, ja, sie machen auf jeden Fall Schaden, keine Frage, aber die werde ich auf jeden Fall versuchen, schnell so, also so schnell wie es geht hochzumachen. Entschuldigung für den kleinen Sprachfehler. Ja. Der nächste Clankrieg startet, ich glaube, morgen Mittag. Ich würde mich ja endlich mal freuen, wenn mehr als 10 Leute angemeldet werden, weil mit 10 Leuten, ja, also Clankrieg macht mir definitiv Spaß, neue Taktiken zu probieren. Gucken, wie man angreift, auch wenn ich zum Großteil verhaue. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und ja, wenn endlich mal mehr als 10 Leute mitmachen würden, wäre das auf jeden Fall geil. Ich persönlich habe erst ein einziges Mal einen 30er-Clankrieg mitgemacht. In dem alten Clan, den wir hatten. Aber ja. Und wie gesagt, wenn ihr mich besuchen wollt, also jetzt nicht mich persönlich zu Hause, sondern den Clan, könnt ihr gerne reinkommen. Wir haben noch 20 Plätze frei. Ab Rathaus 8 nehmen wir auf. Und ja, wenn es geht, solltet ihr auch Kriegserfahrung haben, da wir ja nun relativ häufig einen Clankrieg machen. 2 bis 3 Mal die Woche. Durch den Vorbereitungstag geht es ja nicht häufiger. Und ja, also wir bräuchten dringendst Unterstützung. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Noch bin ich unbekannt, aber wenn ich nachher bekannter bin und ihr dann rein wollt, dann überlegt euch das lieber vorher. Nein, Scherz. Also wie gesagt, meine Stammleute sind dauerhaft drin. Also ich glaube, wir sind insgesamt, ich glaube, 10 Leute im Clan, die definitiv
ja, immer drinne bleiben. Also die werden demnächst auch, glaube ich, persönlich nicht rausgehen, weil die schon über ein Jahr drinne sind. Sogar eineinhalb, glaube ich, manche. Und da habe ich einfach Vertrauen zu denen, dass sie definitiv noch drinne bleiben, egal ob wir nun 20 hintereinander verlieren oder nicht. Das kommt halt immer nur bei den Neuen drauf an. Wie gesagt, viele sagen ja auch, oh nee, ihr seid zu noobig, habe ich keinen Bock drauf, ich gehe wieder. Also wo der Sieg wirklich im Vordergrund steht. Bei uns im Clan, klar freuen wir uns, wenn wir gewinnen, aber bei uns geht es eigentlich nur um den Spaß daran, den wir haben. Wie gesagt, wenn wir uns unsere Angriffe angucken, gibt es auch Angriffe, wo wir sagen, oh, wie kacke war das denn? Zum Beispiel KP in seinem letzten Clankriegsangriff hat einfach mal vollkommen verhauen und nur einen Stern geholt. Ist mir natürlich auch schon sehr häufig passiert. Zum Beispiel auch der bekannte Fehler, dass man denn eine andere Einheit anvisiert, aber anstatt die Einheit noch Zaubertränke hat und zack, dann schmeißt man einfach mal einen Heilzauber mitten in die Walachei. Und ja, dann kann man eigentlich schon aufgeben, weil wenn man mit Schweinen angreift und alle drei Heilzauber weghaut, ja, könnt ihr euch ja ausrechnen, wie weit ihr da kommen würdet. Ich finde jetzt hier erstmal keinen. Ich meine, ich würde zwar den angreifen, aber der hat mir eindeutig zu wenig. Deswegen lasse ich das einfach. Ja, ich drücke jetzt noch 5, 6 Mal, wenn ich denn keinen finde. Oh, ich glaube, das war ein Rathaus, was draußen stand. Scheiße. Dann muss ich den Part beenden. Und dann werde ich euch einfach im nächsten Video. Nee, der auch nicht. Im nächsten Video die Wiederholung reinschneiden. Also, das ist ja kein Problem. Jetzt habe ich schon mehrmals gedrückt. Ja, gut. Ich höre jetzt einfach auf. Beenden. Und ja, wie gesagt, morgen kommt definitiv das neue Video. Jetzt bin ich ja wieder etwas entspannter, jeden Tag ein Video zu machen. Und in dem Sinne, bis morgen. Ciao.